Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Mit mir, dem Peter, und euch, den Zuschauern. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute ist am Start. Die haben es mir zu kaputt gemacht, die Schweine. Okay, Questlog, Leute. Bitte einen Heiler aus dem Kloster nach Thalmberg zu kommen. Das könnten wir jetzt tun. Lass uns doch mal auf die Map gucken, was gerade am nächsten ist. Eigentlich ist am nächsten mit dem Quartiermeister zu reden. Bevor wir jetzt wieder nach Sasau fahren. Aber ja, stimmt, wir wollten ja eine Sache nach der anderen machen. Deswegen, Leute, es ist wieder Zeit. Es ist unglaublich, aber ja, es geht wieder nach Sasau. Ach, jetzt lauern sie mir hier auf. Ah, easy geflohen. Easy geflohen. Wir hatten schon letzte Folge unser kleines Kämpfchen. Jetzt haben wir aber ein bisschen spät eigentlich. Um da jetzt irgendjemandem zu bitten zu kommen. Ja, vielleicht sind die wach. Können wir kurz gucken. Bevor wir zurückreisen, würde ich mich dann hier, glaube ich, auch nochmal kurz hinlegen. Mal wieder. Hat sich, glaube ich, schon gelohnt, dass wir da so ein Zimmer gekauft haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, welcher gedacht ist für die Behandlung. Scheiße, dafür muss ich wahrscheinlich die andere Quest erst machen, oder? Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Beschwerliche Zeiten, in denen wir leben. Gott stellt uns auf die Probe. Worum geht es? Die Adligen belagern Thalmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet und auch viele andere. Ich soll das Kloster darum bitten, Hilfe zu entsenden. Leider kann ich nicht helfen. Ich habe hier viele Notleidende, die meiner ständigen Pflege bedürfen. Ich kann sie nicht verlassen. Was, wenn ich dir zur Hand ginge? Dann wärst du nicht so gebunden. Außerdem befindet sich unter den Verwundeten in Thalmberg ein Adliger. Wenn das so ist, bin ich gewillt zu gehen. Aber erst, wenn hier alles erledigt ist. Also gut, wo soll ich anfangen? Sprich mit Johanka. Sie weiß, was zu tun ist. Scheiße. Pater Simon ist in Hoffner. Das ist aber schon lustig. Heilkräuter für Semek. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens... Es tut verdammt weh. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit... Dann beeil dich. Das ist echt ein Problem. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Semek? Ist... Nein, er ist Bauer. Das haben wir schon mal geführt. Was hast du... Hör zu, ich brauche doch nur... Dann schlag doch in deinem Buch nach. Erzähl mir mehr über... Danke. Mehr... das ist jetzt echt ein bisschen problematic. Ich finde etwas, das dem Schlaflosen zur Ruhe verhilft. Suche Pater Simon auf, beschaffe Heilkräuter für Semek.
Gucken wir doch mal. Lesen. Verdauungstrank. Möge den Trank kosten und neue Kraft schöpfen? Nee, das ist ja nicht richtig. Nee. Wer kurz einmal. Nee, das klingt auch nicht richtig. Scheiße. Nee, damit kann man ja auch nicht besser schlafen. Damit kann man auch nicht besser schlafen. Seine Augen nicht offen halten kann. Das ist ja genau das Gegenteil von dem. Verdauungstrank ist auch nicht richtig. Kenne ich wohl nicht die richtigen Rezepte. Tja, das ist jetzt natürlich problematisch. Ich gucke hier gerade dieses eine Symbol, aber naja. Das hilft mir alles nicht weiter hier. Scheiß Brauerei, damit habe ich mich niemals beschäftigt. Oh Mann. Was habe ich denn für Tränke? Hat mein Pferd noch Tränke? Wahrscheinlich nicht, wa? Gift, Katerbier. Ja, Trank des Baden. Naja, alles nicht das, was ich brauche. Habe ich denn mittlerweile vielleicht die richtigen Kräuter mal gelootet? Das könnte man ja zumindest mal überprüfen. Das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil ich überhaupt gar keine Kräuter mehr benutzt habe. Was? Du siehst schon besser. Fühl mich auch besser. Hab gehört, wenn du jemals wissen willst, was in Sasau los ist, komm zu mir. Mein Name ist Tom. Okay, fucking Thomas, weiß Bescheid. Wer war denn Sesek? Oh. Hoffentlich sind das die Kräuter. Nein. Da war doch irgendwas Lilanes dabei, oder? Ah, doch, das passt schon. Danke dir. Mit etwas Glück taugen die was. Komm in ein paar Tagen zu mir, falls du Zeit hast. Oh, sagt Johanka, dass du nicht mehr Zug kannst. Wo ist Johanka denn hin? Moment, wo ist Johanka hin? Nicht A. Nein, wo ist denn Johanka? Oh. Wo schläft Johanka? Sie wird wohl kaum zwischen den Verwundeten schlafen, ne? Sie war gerade noch hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt die Quest abschließen kann. Ja, aber sonst wird mir nichts angezeigt. Damn it!
Das ist jetzt echt bitter. Ja, man hat mir nicht so sicher, als pennen zu gehen, um morgen nochmal wiederzukommen. Es wäre natürlich gut, wenn ich das jetzt schon abschließen kann, weil ich genug getan habe. Du siehst nicht aus wie Johann Kava. Nope. So, dass dann der geile Dude uns helfen kann. Komm schon. Bist du Johanka? Ist ja unwahrscheinlich, wa? Nope. Naja. Auf speichern und schlafen. Mit ein bisschen Glück ist Johanka früh wach, um die Verwundeten zu versorgen. Ich meine, es sind jetzt so viele Tage gewesen. In der Zeit hätten die auch mal selber ein bisschen da was machen können, wa? Jetzt geil, wenn das halt so die komplett falschen Kräuter sind eigentlich. Und wir jetzt aber sagen, ja, wir haben alles gegeben. Und der andere dann kommt, um uns zu helfen bei der Belagerung. Und gut ist. Ich finde aber auch fies, dass Johanka dann nirgendwo. Irgendwo mal aufgezeigt wird. Als Questmarker. Im Topf vor den ganzen Verwundeten essen, das ist immer eine gute Idee. Das ist bestimmt ja alles sehr steril und sauber. Komm, das ist jetzt kein Grund, dass du lange laden musst. Und hier sind ja auch noch welche. Ich werde nicht gebraucht. Johanka? Johanka ist eine Langschläferin, hä? Ich möchte dich schon wieder die Art. Was wird also sprich mit Johanka? Einer von euch Johanka? Oder hat einer von euch Johanka zumindest gesehen? Wo pennt die denn, die Olle? Ach, wisst ihr was? Einfach ein bisschen warten. Why the fuck not? Die Haare vom Kopf frisst. Na. Du bist nicht Johanka. Damn it. Was zur Hölle machst du da? Hoffentlich was sind zum Teufel ist sie? Was ist hier los? Wie geht es den Kranken und Verwundeten? Ich glaube, ich kann nichts mehr für sie tun. Ich weiß.
Du hast dein Bestes gegeben. Nun können wir nur noch für die Verstorbenen beten. Jawoll. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Schon wieder? Die Adligen belagern Talmberg. Die Briganten haben Herrn Divisch verwundet. Schreckliche Zeiten sind es. Glücklicherweise habe ich gerade kaum zu tun. Also packe ich und begebe mich nach Talmberg. Hab Dank, Pater. Möge Gott es dir tausendfach vergelten. Yes. Dann. So. Hör dich in Lagern, Junge, ob jemand Hilfe braucht. Sprich mit dem Quartiermeister. Sprich mit Hauptmann Bernard. Frag die Köhler. Alrighty. Starten wir doch mal mit den Köhlern. Ein guter Zeitpunkt, um zur Schenke der Waldwiese. An der Waldwiese? Wie auch immer das heißt, zu fahren. Durch Samopesch. Halo ist schon ein guter Sound. Das ist schon ein guter Sound, Halo. Oh, das klingt nach Regen. Ich mag Regen nicht besonders, aber das, liebe Freunde, das klingt nach Regen. Auf Richtung F. Zumindest die grobe Richtung. Die ganze Zeit durch den Wald reiten ist, glaube ich, nicht die geilste Idee. Ja, dann gleich die rechte Abzweigung benutzen und dann passt das. Einen neuen Kodex eingekackt für Sühnerkreuzer. Die wurden an Orte tragischer Geschehnisse aufgebaut. Ja, das ist hier aber unwegsames Gelände. Haben wir da gerade wirklich jemand auf die Eierchen gehen? Hey, 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 wer ist denn hier so laut? Gott schütze dich, Heinrich. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Ich bin auf der Suche nach Pech für Talmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Talmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Divisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es dir bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Das war doch jetzt ausnahmsweise mal eine einfache Aufgabe. Abgesehen davon, dass man halt dahin... Wieso hast du... What the fuck? Warum hast du nicht die untere Straße genommen? Das ist mehr so die Langsamreise. Nicht schnell reisen. Versteht er. Kennst du, ne? Okay, Ferdinand. Ferdi Fuchs. Da wollen wir nicht hin, Ferdi Fuchs.
Ganz geil, dass die ganzen Sachen optional sind. Ich würde interessieren, inwiefern die eine. Also das erinnert mich so ein bisschen an die. An so Mass Effect 2 oder so, wo du halt so super viele optionale Sachen hattest. Je nachdem, was du machst, ändert sich halt was am Ende. Oder sterben Leute oder wie auch immer. Warte mal. Bin ich jetzt hier gerade zu weit oben für das Lager? Unser Bergsteigerpferd weiß, was Sache ist. Wieso rennst du hier eigentlich so rum? Oh, ich bin am Quartiermeister vorbei. Vor lauter Verwirrtheit. Servus. Guten Tag, wie kann ich helfen? Die Köhler in der Nähe haben Pechvorräte und geben sie uns ab. Herr Robert wird erfreut sein. Das bisschen, das wir noch übrig hatten, ging aus und er machte sich Sorgen. Dazu besteht kein Grund mehr. Gut, ich teile jemanden ein, der sich drum kümmert. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können. Kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Okay. Das könnte problematischer werden. Oh, das gibt ja eine Tour. Von 30 Fleisch soll ich besorgen. Nee, bleib du mal hier. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Wie schlagen sich die Männer so? Ein einziges Lumpenpack. Die Auswärtigen wollen nach Hause und die Ortsansässigen können nirgendwo hin. Also stänkern sie alle. Machen sie dir Ärger? Keinen Ärger an sich. Ein paar habe ich schlafend bei der Wache erwischt. Aber nichts, das ich nicht mit ein paar Peitschenhieben ausmerzen ließe. Es könnte eine einfachere Lösung geben. Jemandem den Arsch zu versohlen, ist einfach genug. Wenn du einen verbläust, merken sich's die anderen. Und wenn sie's vergessen, machst du's nochmal. Aber dann hast du verwundete Männer. Ich habe da eher an einen Trunk gedacht. Wäre mir neu, dass Quacksalberei die Moral der Männer steigert. Aber Teufel noch eins, sie könnten wahrlich was gebrauchen, das ihnen den Schnaps austreibt und die Augen offen hält. Okay. Das sind einige Sachen. Jetzt müssen wir ausnahmsweise mal nicht nach Sasa, oder was? Mein Ledetschko hat auch einen Fleischer. Und ein Kräuter. Und ein Kräuterweib. Gehen wir doch nach Ledetschko. 30 Fleisch und schnell kurz zum Kräuter-Vibe. Das kennen wir ja sogar. Die haben wir ja sogar schon mal zusammengearbeitet. Ach, sollten wir nicht noch mal bei der einen vorbeischauen wegen ihrem... Ach, das ist sogar die Fleischerin, oder?
Himmel, pass auf, wo du hingehst. Ja, noch mache ich gar nichts. Noch kann ich gar nicht aufpassen, wo ich hingehe. Aha. Es ehrt mich, dass du zu... Ich muss ein paar Fässer Bier nach Thalmberg bringen. Hab nur noch ein paar Fässchen. Wenn die weg sind, verliere ich meine Stammgäste. Es wird nicht mal abgehakt. Kiledetschko ist leider ein Reinfall. Guck mal hier, 40 Pferdefleisch. Wovon habt ihr 30? Guck mal hier, 20. Wurst. Guck mal, gönnen wir denen mal richtig ein paar Salami. Bisschen Pferdefleisch, bisschen Lamm, bisschen Hasenfleisch. Ja, das sieht doch gut aus, das sieht doch gut aus. Was ist denn das Lazarus-Elixier? Ah. Okay. Noch ein bisschen feilschen, damit wir nicht ganz so viel ausgeben müssen. Sprechen wir den Preis. Nun. Ja, 200 will ich zahlen. Das ist. Ja, 205 will ich zahlen. Jawohl. Machen wir das schon mal. Auf zum Kräuterweib. Shit, ich habe jetzt nichts gegessen in der Letschko. Ah ja, ein bisschen von dem Fleisch kann ich ja essen eigentlich. Von ein paar Salamis. Weil ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger. Also meine Spielfigur. Peter in echt auch ein bisschen. Aber ich glaube nicht so sehr wie meine Spielfigur. Nicht so sehr wie der Heinrich. Eigentlich blöd, dass die damals immer so weit zur Apotheke laufen mussten. Und das nie mit einer richtigen Ausbildung verbunden war. Hast du hier nichts zu essen? Doch hast du. Oh ja, haben wir auch nötig. Grüß dich! Die Waffenknechte schlafen beim Wachehalten ein. Hast du etwas, das hilft? Ich kenne da ein Rezept und könnte mit meinen Vorräten was für 2-3 Männer brauen. Nein, es muss für ein ganzes Feldlager reichen. Genau genommen für 3. So viel? Ich bräuchte mindestens eine Woche, nur um die Kräuter zu sammeln. Es sei denn, du gehst mir zur Hand. Nun gut, immerhin bin ich derjenige, der das Gebräu haben will. Was brauchst du? Eine Handvoll Baldrian und 2 Handvoll Minze. Aber sieh zu, dass die Kräuter frisch sind. Und etwas Wermut wäre auch gut. Dammit. Habe ich nichts davon? Minze fehlt mir. Baldrian habe ich gar keinen. Und Wermut habe ich auch gar keinen. Dazu muss ich wiederum zum Kräuterhändler gehen. Dafür muss ich wiederum nach Sasau. Dammit. Haben die hier einen Kräuterdude? Nee, ne? Nee, aber hier ist doch, also hier, der Kräuterkundler. Warte mal. Nicht, dass die mir die verkaufen kann.
Komm schon, Wermut. Yes! Ich zahle 19! Aber es reicht noch nicht an Minze. Damn it! Minze. Okay, südlich von hier gibt es keine Schenken mehr, ne? Also auf hier hinten. Was? Ja. Ah, können wir bitte durch die Nacht reisen? Ja, wobei der Typ, mit dem Typen kann man ja auch quatschen, wenn er pennt. Das haben wir ja schon festgestellt. Und dann müssen wir noch die, dann müssen wir eigentlich wieder zurück. Dann haben wir die Tränke. Die Tränke hätten wir wahrscheinlich auch selber herstellen können. Ich weiß nicht genau, wie viele wir brauchen. Tatsächlich. Außerdem kostet das auch wieder Zeit. Wenn man so viele Zutaten braucht. Oh, er ist nicht da. Wieso ist er nicht da? Sei mit dir, Heinrich. Wieso ist er nicht da? Wann ist sie jetzt da? Ah, jetzt ist sie auch wieder weg. Ich meine, er hat doch sogar sein Bett da. Wo ist er denn nicht, wenn er... Also das sage ich dazu vorne. Komm schon, lass mich nicht im Stich. Oder doch? Dann schlafe ich halt bei dir. Gucken, was du dazu sagst. Hä? Guckst du dumm wahrscheinlich, ja? Schlaf ich einfach bei dir im Bettchen. Einfach nur, damit du weißt, was du davon hast. Hä? Letztes Mal, als ich des Nachts hier war, war der definitiv hier am Pennen. Ah nein, ich habe ihn weggeschickt. Ich habe ihn ja weggeschickt. Oh, fuck me sideways. Natürlich kann er nicht da sein. Aber hier ist noch ein Apotheker. Bis wir da sind. Ist ja auch wieder fit. Ist ja auch wieder wach. Hat seine geile Apotheke auch besetzt. Oh Mann, wie konnte ich das vergessen? Na gut, wir sind ja so viel am durch die Gegend reißen. Das ist jetzt gerade echt so. Ich habe das Gefühl, das Spiel bäumt sich jetzt nochmal auf und will einem nochmal was zu tun geben. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel auch so ein bisschen länger ist, als es sein müsste. Okay, der Triburg ist fertig. Fair enough. Ist schon mal nice.
Aber der Rest ist noch nicht so weit, wie ich ihn haben will. Und es regnet. Und die Erde wird nass. Oh, warte. Kurz wird's necken. Hier in Scarlet's, da gibt es noch genug zu essen immer. Hier gibt es wirklich einige Töpfchen. Oh, warte. Wo ich gerade eh hier bin. Ja, und meine Sachen hier. Kann ich erstmal Sachen verticken. Ja, der hat wahrscheinlich keine Kohle, wa? Bögen kauft er ja nicht. Guten Tag, wie kann ich helfen? Naja, ein bisschen Kohle. Oh, da kriegen wir doch immerhin 1,3k für, wenn wir falschen, vielleicht sogar seine kompletten 1,5. Nun. Einverstanden? Nicht schlecht. Ja, das sollte passen. Und schon haben wir seine 1,5. Frisches Brot! Kommt und schlagt zu! Mit Brot allein kann man nicht leben! Zuschlag, finde ich ein bisschen hart. So, können wir das Pferd auch mal wieder ein bisschen entlasten. Wir sind schwer. Oh nein, du bist nicht da. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Ich kann ja zumindest schon mal zum Apotheker gehen, nochmal ein bisschen Minze absnacken. Hoffentlich hat er mehr als 10. Uns fehlen, glaube ich, noch. Ach, der ist auch nicht da. Leck mich doch. Das Spiel will ich fertig machen. Ach, ich sehe gerade auch. Ach komm, ich sehe gerade. Es ist auch wieder Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.